Hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu einer weiteren Folge Pflanzen vs. Zombies. Wir sind schon im nächsten Level, haben das letzte Level bis in die Zukunft erreicht, haben eine neue Pflanze bekommen, also die Laserpflanzen, die Windpflanze und haben da die neue Felder, das was ich richtig gut finde. In dem Level, bei deinen Freunden hast du die freie Wahl, aber nicht bei diesen Pflanzen. Oh. Aber einige meiner besten Freunde sind Pflanzen. Überlebe die Zombie-Angriffe mit den vorgegebenen Pflanzen. Mal gucken, was wir Neues kriegen. Hoffentlich kriegen wir eine Rübe oder sowas, wo ich schon mal sehen kann, was die kann. Okay, wir müssen die Pflanzen nehmen, wo wir haben. Ist ja nicht das Problem. Setze ich sie da drauf, kriege ich extra Energie. Ja, warte mal ab. Okay, wir haben einen Wind. Das ist jetzt nicht so. Also, die sind gut. Gut, fangen wir mal ganz einfach easy an. Mit Strom mache. Okay, da kommt der erste Zombie. Was jetzt nicht das Problem ist, da hauen wir dann einfach so eine drauf. Ich schieße zwar ein bisschen langsamer, aber ich schieße durch. So. Wir brauchen 100. So, die setzen wir dann hier hin. Das kriegt er hin. Oder jetzt muss ich da unten noch eine setzen. Okay, die beiden da oben kriegen das wohl noch hin. Oh, da kriege ich auch noch eine Münze raus. Ja, setzen wir die dahin. 125 könnte ich ja gleich mit der Verteidigung hier ein bisschen anfangen. Ah, stimmt, ich habe die hier aufgewertet. Da war da was. Da war ja was. Hey, im Moment kriege ich nicht genug Energie zusammen, komischerweise. Ja, komm, den schaffst du noch, oder? So, hau mal gleich mal raus. Gleich mal weg damit. So, da hauen wir auch noch gleich eine hin. Komm, schaff's bitte. Bitte, 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 bitte. Ja, danke. So, hier können wir auch noch kleine Nuss hinsetzen. Ich habe ganz vergessen, dass die Nüsse noch spezial sind. Ello Spezialo. Komm, ein bisschen mehr Energie. Hallo, ich brauche Sonnenenergie, Jungs. Okay, Huste weg. Es bringt mir nicht viel. Komm, nochmal weg, Puste. Ich will nicht den Spezial benutzen. Aber ich brauche Energie. Komm. Warum alle wegpuste? So, noch ein bisschen mehr Sonnenenergie. Ja, zum Glück habe ich die. So. Sorry, Junge, aber du musst jetzt kurz weichen. Weil ich brauche den da, der haut nämlich ein bisschen nach vorne. Danke. Die pushen wir nochmal alle weg. Push. Da haben wir noch eine Sonnenenergie rein.
Da können wir noch so einen hinballasten. Okay, da will ich auch noch eine Nuss haben. Oh, da kriegen wir wieder einen Setzling. So. Den haben wir alles putt. Komm. Ring! Alle Butter. Alle Butter. Oh Gott, was war denn das nochmal für Annie? Das war die, wo sich aufbläht und dann irgendwann schießt, war das doch, oder? Habe ich das jetzt verkehrt? Schießt mit mächtigen Plasmakugeln. Ja, nee, ist klar. Ah, wir können wieder in die Garde gehen. Wir können ja noch was pflanzen. Da will ich jetzt noch schnell hin. So, der ist nämlich weg. Da können wir ja noch eine reinsetzen. Okay, die ist ein bisschen spät, aber ist in Ordnung. Da. Egal. So, zurück und dann gleich weiter. Nochmal einen Schluck am Kaffee trinken. Lecker Schmack auf hat's. Okay. Also die nehmen wir auf jeden Fall mit. Die will ich, die will ich. Ich nehme die dreimal noch mit. Und meinen Freund. Ich finde die saugut, aber die war halt in der Eiszeit, war die zu nichts zu gebrauchen, leider. So, da holen wir uns gleich mal ein bisschen Sonnenenergie plus raus. Weil das brauchen wir. So. Okay, der Zombie kommt da, hau ich mir den dahin. Die lösen sich auch gleich auf. So. Der kommt, der braucht Unterstützung. Besser ist das. Da oben will ich noch jemand haben. Weil umso mehr von denen kleine Blitzdinger schießen, umso besser wird es. Und wenn ich da so einen anklicke, dann kommt auch gleich noch 350. Alter, wie übel ist dann das? Komm. Den gefriere ich mir Klammer ein. Die halten mir einfach echt zu viel aus. Komm. Kommen die später wieder oder sind die dann komplett weg? Scheint, sind die dann komplett weg. Oder die kommen wieder, keine Ahnung. Eins von beiden. Aber 350 für die, also die muss ja dann richtig heftig sein. Nochmal weg. So, nochmal Blitze für alle. Ich glaube, ich fange da mal an mit der Verteidigung. Okay, nochmal Superdünger in der Petto, falls es schlimm wird. Oh, jetzt bin ich mal gespannt, was der macht, wenn er kurz vor der Pflanze ist. Okay, der nagt halt da rum. Hat halt sau viel Rüstung, der Kollege. Okay, wir blasen nochmal ein paar weg. Oh, das ist nochmal Superdünger. Dann werden wir den jetzt mal benutzen. Das war falsch. Oh, die kleine Viecher sind aber flott. Die kleine Drecksviecher sind aber ganz schön flott. Oh, das sieht doch soweit gut aus. Oh, die können schon mal alle wegblasen. Wusch! Hab halt keine Ahnung, wie gesagt, ob das jetzt... Ja, die Kleine sind ach übel.
Okay, da oben muss ich Modell hin. Hey, ich kann kein 350 ausgeben für den, da kriege ich die gar nicht zusammen. Okay, das wird mir jetzt alleweil zu blöd. Also die Cones sind heftig. Die sind praktisch so wie die große Dicke. Was habe ich denn hier gerät? Eine Nachricht von Zomboss. Hat er jetzt ein Tablet? Ja, ganz schön fortschrittlich, der Kollege. Na, was haben wir dann jetzt? Look at me. 404 in Error. Brains not found. Please reload Brains. Ja. Genau, die universelle Antwort von jedem Techniker. Haben sie es schon mal ausgeschaltet, wieder eingeschaltet? Dann geht es meistens wieder. Ja, nee, ist klar. Außen einschalte. So, die universelle Lösung, wo der jeder Techniker an den Kopf werft. Oha, willkommen zurück, Gärtner. Ja. In diesem Jahr liegt es schon eine halbe Ewigkeit zurück, dass dein Gehirn abgeholt wurde. Ah ja. Wir sehen uns bei der nächsten Abholung. Dr. Edgar Zomboss. Oha. Ja, überlebe einen gewaltigen Angriff der fernen Zukunft. Ohne Rasenmäher. Ach du Kacke. Und jetzt kriege ich auch noch die Pflanze vorgegeben oder was? Ah ja, ne, danke. Okay. Das da ohne. Den muss ich mal aufheben, falls die Flieger kommen. Oben setzen wir mal eine Nuss hin hier. Ich muss schnell die Verteidigung aufbauen. Bei der Nuss kann ich den hinten dran setzen. Ah, okay, die sterben dann. Wenn ich sie wegpuste, sterben die. Das ist doch was. Okay, der große Ball macht was. Oh, der tötet sofort ein. Ah, der, und das sind Verbindungsfelder. Geil. Kann ich die alle mit X verbinden dann? Okay, ich werde dafür, dass hier noch so eine Nuss hinkommt. Okay, jetzt kann ich die Quadrate miteinander verbinden gleich. Oh, noch ein X. Dann verbinden wir mal. Oh, da oben sind sie durchgebrochen. Wow. Zurückpuste kann ich nicht. Alter, der sieht übel aus. Aber hat ein bisschen was von Futurama, die Dinge. What? Wie gemein ist denn das bitte? Der schießt mit Laserstrahle um sich. Und schmeißt da noch Kläne. Komm. Ich brauche hier einen Aufräumer. Oh, das wird so langsam übel.
Hallo, ich brauche Verteidigung. Die bringen mir doch gar nichts. Pflanzen kann ich hier wenigstens wegpusten. Ganz nach hinten weg. Oh, der lebt ja alles noch. Na Gott sei Dank. Das hat mich aber wieder ohne Ende Geld gekostet. Das mag ich ja so gar nicht. Naja, was soll's. Was soll es? Aber immerhin das Level gepackt, das ist die Hauptsache. Na, was kriegen wir dann Feines? Husch. Erstmal kriegen wir eine Kohle. EM-Pfirsich. Okay. EMP-Pfirsich. Zitrate. Also die schießen, die sind, machen gut Schade zwar, aber das Problem ist, die schießen zu langsam, die Pflanze, wo ich eben hatte. Ist nicht so das Prickelnde. Okay, das war Bossfight. Jetzt sind wir bei Level 9. Mal gucken, was wir hier haben. Besonderes. Spiel mit höchstens 15 Pflanzen. 15 Pflanzen zur selben Zeit. Olle. Okay. Also, einmal Sonne. Die brauche ich. Die nehmen wir mit. Die finde ich cool. Die für den Notfall. Die. Die dann lieber, die schießen nämlich durch, kosten nur 200. Will ich was von denen? Nein. Die waren jetzt nicht so de Prickler. Ich nehme die für den Notfall mit und mein Freund. So, 15 Pflanze höchstens gleichzeitig habe. Eieiei. Gut. Erste. Da oben steht ja schön, noch 14 Pflanze habe ich frei. So, dann fangen wir mal ganz langsam an. Da oben kommt der erste. Setzen wir noch so eine. Okay, ich brauche die Blitze. Zählt der mit? Der löst sich schon klar auf, oder? Naja, das ist gut. So, Sonneblume werde ich jetzt wahrscheinlich keine mehr setzen können, sonst kann ich nämlich nichts mehr zur Verteidigung aufbauen. So, gleich mal hier auf die Platte setze. Komm, den setze ich hier hin. Davon nehme ich die weg. Den setze ich da hin. Den gefrieren wir mal ein. Das hört mir jetzt alle Weile. Wird zu kritisch. Ja, wird zu kritisch. Puff, weg mit dem. So, da kann ich noch einen hinsetzen. Dann pushen wir den mal. Ja, es ist gut mit dem Superdünger und dann die Pflanze da drauf. Gut, dann haben wir hier noch ein Blitz hier drauf. Noch 7 Pflanze habe ich frei. Den gefrieren wir mal ein. Okay, das hat nichts mehr gebracht. Dann baue ich hier mal weiter.
Noch 5 Pflanze. Gut funktioniert ja das. So, ich habe noch 4 Pflanzen übrig. So, dann hauen wir einmal Superdünger noch raus. Ja, einen haben wir hier noch in Reserve für die nächste große Welle. Gut, die kleinen sind auch alle kaputt. Uiuiui. Okay. Also wir haben noch 4 Pflanzen in Reserve. Das heißt, ich könnte theoretisch noch 4 Pflanzen setzen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Komm, jetzt wäre Zeit für die. Dann kriegen wir auch nochmal extra Dünger hier raus. Das ist gut. Und noch ein kleines Pflänzchen. Und nochmal extra Dünger. Okay, das sollte eigentlich geritzt sein, das Spiel jetzt. Hauen wir nochmal da drauf und nochmal da drauf, nur weil wir es können. Nochmal extra. Und das war's, oder? Aber das war gut. Und wir haben noch 4 Pflanzenreserve gehabt, also. Gut, jetzt bin ich mal gespannt, was der EM40 macht. Ich glaube, der macht so EMP-Linie oder irgendwas. Gucken, vielleicht kann man den gut kombinieren mit der anderen. Deaktiviert alle Maschinen in deinem Bereich. Okay, ist er nur einmal einsetzbar? Funktioniert er öfters? Bleibt er stehen? Fragen über Fragen. Aber in diesem Sinne bedanke ich mich wieder bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Olé. Haut rein und genießt den Tag und tschüss.